Hallo Leute, ich bin Arnolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Sonnenpizza. Ja, letztens haben wir die rechte Seite leer geräumt, jetzt will ich die drei Häuser haben. Es regnet und wir gehen jetzt rein. Also ich habe geschlafen, ich muss jetzt nur kurz hier Sachen looten. Eigentlich bin ich nur auf Holz fixiert. Ich will das Haus mal fertig bekommen. Also, was heißt das Haus? Also, unsere Waggon sozusagen. Also, unser Schlafzimmer fertig zu bauen. Das habe ich jetzt vergessen. Das ist meine zweite Aufnahme, deswegen Leute, weiß ich, dass hier irgendwo Zombies sind und sogar Renner. Das sind die, die ich am meisten hasse. Deswegen muss mir ja aufpassen. Jede Menge essen, jede Menge trinken. Ja, komm schon rein. So, so. Was hier? Niemand, aber eine Sache steht da und die habt ihr gesehen. Stuhl. Holz. So. Ja. Die Tür auf. Ich glaube, hinter dieser ist ein. Nein, ein normaler. Ah, Mann. Ein normaler, der mir Schaden macht. Gab es seit langem nicht mehr. Holz. Sonst gibt es hier nichts mehr. So. Hier ist auch leer geräumt. Ciao. Leer geräumt. Laden wir mal nach. Ich muss jetzt kurz mal nachdenken. Ich glaube von der Seite. Ja, von der Seite muss man rein. Dieses Haus geht nur von der Seite. Von der anderen Seite geht man nur in der Garage, die leer ist. Also die drei Häuser looten wir. Und in dieses Haus, in dem hier, gibt es einen Renner. Na, aufpassen. Oder der kommt rein. So war bei mir, ich habe gerade einen erschossen und der Renner kam rein. Er hat was kaputt gemacht. Bin jetzt auf Holz fixiert. So. Machen da was kaputt. Ich glaube, jemand hat die Tür kaputt gemacht. Ist leer. Komm nicht näher, Alter. Ich werde einen kurzen Prozess aus dir machen. Die Tür ist ja offen. Hier ist auch noch. So, Entschuldigung, Leute, das ist mein Hund. Steht einer? Ich meine, da stand einer. Eine Granate.
Ich weiß nicht, für was man die Granaten bekommt. Also ich habe es noch nie benutzt. Lass mich doch looten. Den Fernseher möchte ich auch mitnehmen, wenn das funktioniert. Da kann ich da liegen und meine eigene Let's Plays anschauen. So, hier ist auch fertig. Ja. Wie gesagt, von der anderen Seite, wenn wir von der anderen Seite rausgehen, ist einfach nur eine Sack, schnell. Ja, die Garage ist halt da. Man geht von der anderen Seite. Man kann von der anderen Seite in der Garage reinkommen. So. Es pisst. Das gefällt mir nicht. Guten Tag, mein Herr. Ich wollte nur reden. So, ein zweistöckiges Haus. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Ich weiß, dass da einer ist. Aber wie gesagt, ich bin gerade auf Holz fixiert, weil ich möchte meinen Schlafplatz fertig bauen. Warum kann ich Stühle kaputt machen, aber keinen Tisch? Der ist auch aus Holz. Oh. Hi. Cool, der Herr kann teleportieren. Hat ihm auch nicht genutzt. Teleport hat ihm auch nicht genutzt. Du bist nicht Saiyajin und du bist nicht Son Goku, der momentane Teleportation kann. Zwar kann er, aber. Ei. Na, ihr Schweine. Wollt ihr rein? Ich kann ja auch verstehen, ne? Es regnet und so. Wo ist mein Brei? Wenn ich so nachdenke, der hat gerade beim Son Goku das abgeschaut. Momentale Teleportation, ne? Hat ihm aber auch nichts genutzt, ne? Da hat sich in den Tod teleportiert. Guck mal, ich kann teleportieren. Kannst du das auch? Nö. Kannst du das? Und ja, ich habe früher mal das angeschaut. Guten Tag. Um hier aufzumachen ist gefährlich. Genau deswegen. Ja, ich hab's gewusst, dass die da ist. Verdammte Kacke. Jetzt bin ich sauer. Ja, puh, es stinkt. Was hast du hier drin gemacht? Oh, wei, wei, wei. Ich sehe nichts. Na, Kohle. Was? Ich wollte euch etwas sagen, Leute. Was hätte ich gerne in diesem Spiel noch? Ich hätte gerne die weiteren Überlebenden.
dass wir sie finden müssen und in den Zug und so weiter, also Betten. Betten bauen, essen und so weiter. Was würden wir denn dafür in Gegenleistung bekommen? Zum Beispiel könnten wir sie Sachen looten schicken. Das wäre echt cool. Zum Beispiel einem sagst du, ja, loote mal essen, der geht dann, wir sind irgendwo an einer Stadt und der geht dann dieser Stadt looten, Essen suchen und das wäre echt geil, wenn das so hier wäre. Die Garage ist leer, Leute. Ich gehe mal gleich zurück. Ich glaube, ich verabschiede mich von euch. Oder wir bauen. Nee, wartet mal. Ah, es ist einfach nervig. Trink mal aus. Einfach nur nervig. So, jetzt schneller, schneller, schneller. Jetzt ist die Frage, schaffen wir die Wand zu bauen? Da ist nur eine Wand noch übrig und das war's. Wir sind dann fertig, Leute. Und dann können wir eigentlich nur einfach rein in der Stadt nächstes Mal. Problem ist, dass wir jetzt zu viel drin haben, dass das Eisen nicht passt. Sonst hätten wir gleich mal, wobei, ich schmeiße einfach alles raus. Ja, der Dach, Leute, wie gesagt, da überlege ich mir noch, weil ich möchte, was möchte ich eigentlich? Ich möchte vielleicht zweiten Stock bauen. Deswegen überlege ich mir das noch mit den ganzen ja, Sachen. So, jetzt ab geht's. Wir bauen jetzt unseren schnellen letzten der Wand. Yeah, wir haben endlich mal. Warte mal. Einschlafen. Will die Wandschrift fertig haben. Tada! Ist fertig. So, wir haben einen Raum. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich speichere mal ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal, eure Lohnwolf, haut rein. Ciao.